Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ich bin immer noch mit Elika und jetzt wollte ich Imhotep sagen. Nein, es ist imbalanced. Hier im Discord unterwegs und natürlich auch hier im Sirenenschloss. Als zusätzliche Verstärkung haben wir noch die Linda, die uns durch die Gegend heilt. Kann man durch die Gegend heilt so sagen? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall heilt die Linda durch die Gegend, damit wir uns in Richtung Boss vorkämpfen, den wir mal versuchen wollten. Eigentlich hatten wir noch einen vierten Clary mit dabei gehabt oder gehabt haben wollt. Oh, ich sehe gerade im Discord schreibt die Elo, dass sie helfen könnte, wäre aber erst 118. Okay, komm rin. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich hätte nicht schreiben sollen. mein Fehler. Ja, schreiben ist schon gefährlich. Ja. Ja, ich merke das immer wieder beim Schreiben. Sehr gerne. Ja. 118 kann man gerne hier reinkommen mit. Jo. Dann gucke ich mal, ob Community. Elodia ist drin. Frozen raus, ne? Frozen war das. Ja. Machst du mal, genau. In Gruppe einladen. Kannst ja schreiben, Weg ist frei. Jo. So, Elo! Weg ist frei. Nis dort auch. Guck mal, wenn du willst. So, bim. Ach ja, die Elo. Meine Lieblings-Clary. Nach mir, versteht sich. So, wir machen trotzdem schon mal weiter hier. Den Wächter, den kriegen wir ja wohl hin. Jo, da kommt er auch schon. Ja, das muss Elika schreiben. Irgendwo, wo es kalt ist. Bleibst du hier, wo rennst du hin? Wieso hast du die Akku geklaut? Du Dieb! Ich mach nur 40k Damage, ich weiß auch nicht, warum das mal passiert. Alter! Bleib da mal ein bisschen stehen. Chill mal! Ich wollte gerade eigentlich auch schreiben, aber das wäre auch tödlich gewesen. Jo. Ja. Komm her. Put. Gut, ich stelle mich ein bisschen in die Mitte, damit in der Möglichkeit alle anderen draußen sind, auch vor Hardcore Range. Ja. Hui! Schon wieder du. Und das war Yaoi. Naja. 0%. Ja. Das ist eine 0% Finanzierung. Ja, genau. Warum legst du erst Rollen auf? Nee, ich weiß auch nicht, warum. Nee, so Rollen sind nicht so schlimm, aber der Puff halt, den ich drüber leg von mir. Ja. Weiß auch nicht, warum ich die Akku noch nicht halten konnte bei dem Typen. Weil da habe ich ja permanent draufgehauen. Sogar von Anfang an. Merkensgewürzig. Naja. Ich wollte eigentlich gerade auch vorschlagen, dass es über die Gruppenregistrierung einfach in Sirenenschloss reingehen kann. Da wird es doch hingeportet, aber naja. Ja, genau. Stimmt, das haben wir ja heute auch gelernt. Genau, also müssen einfach nur zu zweit kann man immer in die Gruppenregistrierung reingehen, kann sich dahin porten. Mhm. Vorzeitig starten. Ja, großartig. Das also ich bin jetzt gerade schon drin. Aber das funktioniert ja drinnen, ne? Nee, ich meine, ich bin gerade mit Frozen halt draußen. Also, wenn sie jetzt über Gruppenregistrierung da reingeht, kann ich vorzeitig starten machen, dann wird sie hierher geportet. Da bist du ja schon, genau. Wollte gerade sagen, jetzt müsste nur noch im TS sein, im Discord, Manu. Dann hört es. Aber sie ist schon da. Hi. Ja, vor allen Dingen hast du mich gerade mega ignoriert und moin an den Rest. Warte, ich muss dich lauter stellen, du bist tatsächlich etwas leise. Daran liegt's. So, hi nochmal und entschuldige für die Ignorierung. Du bist trotzdem noch meine Lieblings-Clary, auch wenn ich dich ein bisschen ignoriert habe. So, gut, wir kämpfen uns gerade im Sirenenschloss ein bisschen voran. Es ist aber, der Weg ist frei. Also im Prinzip brauchst du nur den Weg langlaufen. Hier und da steht noch ein Mob in der Ecke, den solltest du am besten nicht mitnehmen. Aber alles andere sollte klappen.
So, wir warten dann am besten hier. Müsste ja schon hier vor Sprungbrett sein, oder wir könnten eigentlich auch noch ein Stück zurücklaufen im Notfall. Weil, wenn, dann sollten wir alle gemeinsam in den Boss, in den Bossraum. Ihr seid beim Boss. Ja. Genau, das muss man nämlich. Wenn man nämlich durch den Ball gehen will, nämlich der Sirenkind schon loslegen. Genau. Was hattest du gesagt, Elo? Nix. Alles gut. Ah, kein Oh, Kacke. Genau dort. Ja, solltest du noch irgendeine Quest oder irgendwas brauchen, können wir ja danach nochmal rein. Ist ja nichts Problem. Nee, du weißt doch, ich warte auf Dark Key. Oh ja, momentan weiß ich nicht, ob du da sehr lange warten musst. Bei dem alten Sack, der ist ja lange nicht mehr online gewesen. Zumindest hier. Ich warte seit 2 Jahren auf Dark Key. Ah. Aber manchmal sieht es düster aus bei ihm. So. Ruhig vorm Portal warten. Ja, ich warte hier. Nicht, dass die Brücke gleich einstürzt hier. Wieso, seid ihr so schwer? Vielleicht sind wir das dann zu viert oder zu fünft. Also ich nicht. Ich bin einer von den Leichten. Ich nicht. Vor allem im Kopf und so. Was? Hm? Ja, das sind viele leider gerade. Das stimmt allerdings. Lalalala. Elululululu. Und? Sonst bei dir alles frisch, Elo? Ja, das kann mich fein. Nicht beschweren. Das ist fein. Darf nur gerade auf die Zwischenprüfungen lernen, also wer mir das abnehmen will, gerne. Was denn für eine Zwischenprüfung, wenn ich fragen darf? IT-Fachinformatik, Bereich Anwendungsentwicklung. Ah. Und was ist da so eine Frage, wenn ich fragen darf? Ich habe keinen Bock zu lernen. Ah. Warum musst du das lernen? Das kann man doch so ganz, ganz, ganz einfach. Ja, genau. Sonst das, ist doch, das ist doch alles kein Problem heutzutage. Ich meine, das ist genauso, als könnte man, selbst einen Schnelltest für einen Virus entwickeln. Das kann heutzutage jeder. Genau. So ist es ja, nämlich. Diese ganzen 14-Jährigen machen das doch immer. Da sind die Schlagzeilen doch immer darüber. Ja, genau. 14-Jähriger entwickelt Virus und sonst irgendwas. Der 14-Jähriger hat tatsächlich mal, glaube ich, einen Atomreaktor gebaut oder sowas. Bei sich im Kinderzimmer. Ja, immer sowas gibt's da und dann hört man nichts mehr davon. Ja, aber das ist bei einem Atomreaktor vielleicht nicht verwunderlich. Ich weiß es nicht. So. So, irgendwas, worauf man achten muss beim Boss, außer nicht getroffen zu werden. Elika, machst du am besten nochmal. Okay, also der Sirenenkönig, dort wo er hinguckt, macht eine geradlinige bis zum Rand hin eine Wasserattacke. Und dann irgendwann kommen die Tentakeln vom Boden heraus und tun dann so eine kreuzkreiswirbelnde Tentakelattacke machen auf dem Boden hin. Und das macht ganz schön Aua. Ja, und ich dran, ich war als Assa schon mit dabei. Ja, müssten die Lerius da, wenn die Tentakel kommen, unbedingt Kreuz schmeißen, damit wir Heilung kriegen. Heilung ist nämlich sehr wichtig dann da. Und den, der Akro hat, auf jeden Fall unverwundbar machen, dass er weitermachen kann, den Sirenenkönig runterkloppen. Welches Kreuz? Jawohl. Also, ich bin Wächter. Linda hat. Oder? Oder warst du das die ganze Zeit? Linda hat. Gut. Ist nämlich HK. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber wir waren ja bis zu kurz noch zu anderthalb. Wir waren beide HK. Achso, na dann passt ja. So. So, Elika will also die Akro sein. Ich laufe im Kreis. Ohne Scheiß. Obwohl, eigentlich brauche ich noch nicht im Kreis laufen. Solange der noch nichts macht. Ja, also der Teil ist noch machbar. So, haben wir mal einen Pfeil über den Kopf gegeben. Ja.
Dann, damit wir wissen, wo es hingeht. Oh, jetzt habe ich Akku. Ich lauf mal. So, ich habe mir mal eine Bombe über den Kopf gegeben. Oh. Oh, jetzt hast. Nee, jetzt habe ich. Na gut, die Aue macht halt nicht so viel. Ja, die ist ja nur Wasser, mit dem, was er hier rumspritzt. Aber wenn er dann tentakelisiert, macht er überhaupt Schaden? Ja, mit den Tentakeln kommt gleich richtig Action dazu. Ja, aber das hier? Passt auf die Helfer, die dann auch noch kommen. Jo. Da muss ich mich nicht drum kümmern, das ist eure Aufgabe. Also, mit anderen Worten, die knallt Elika weg. Also ich glaube, ich krieg Akro wegen Geschwindigkeit der Natur, weil ich halt zu schnell angreife dadurch. Das kann natürlich sein, sobald wenn ich gelaufen bin, wenn ich laufe, ist es natürlich auch so, dass ich keine Auto jetzt mache. Ja, also jetzt geht's halt noch. Gleich renne ich wahrscheinlich auch. Jo. Na, im Moment geht's noch recht problemlos. Hoffen wir, dass das so bleibt. Sagte er enthusiastisch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und direkt nach uns. Na, da kommen die Helfer. Ah. Viel Spaß damit. Triolan. Wir hatten auch so einen Namen, also ehrlich. Siehst du doch. Oh, da kam ein Dicker hinter mir hergelaufen. Also ein Kartentrop wäre natürlich der schönste Abschluss. Ja, den nehme ich dann schon für mich. So, die letzte S-Karte. Also, wie gesagt, wenn eine liegen bleibt, ich habe da kein Problem damit, sie abzugeben. Die Boss-Karte ist das. Mhm. Die ist so, glaube ich, 25 Gem oder so wert. Oh, da, ich brauche die. Nee. Einmal versprochen. Geb mal ab. Lässt den Löffel wie mit dem ganzen Kohle. Ich werde ja eh meistens von anderen versorgt. Ich schnurre mich durchs Leben. Ich meine, die Army, die Rüstung, ist ja alles nicht von mir. Auch nicht der Schmuck. Na, jetzt geht's los. Oh, er hat den Tafel. Aber. Au. Kriegt ihr das mit einem Clary hin? Oh! Was hast du denn gemacht? Hast du keine Lust mehr? Ich bin gestorben. Also noch geht's. Wurde doch schon wieder belebt. Das ist fein. Shit. Ja gut, vergiss es. Ich bin einfach zu schwach dafür. Ja, halb so wild. Bin aber auch fast die kleinste, ja? Ja. Von der Größe her? Ich weiß ja gar nicht. Ich habe mich noch nie neben dich gestellt. Doch, habe ich schon, aber warst du nicht genauso groß wie Bolzen? Uncool. So. Autsch. Jo. Der haut. Jetzt reicht's mir aber mit dir. Dass man immer. Du hast doch Lizzy drin, oder? Ich hab Lizzy, jojo. Okay, dann höre ich gleich auf. Ja, doch, hab ich. Sicherheitshalber nochmal schnell nachgeguckt. Wäre nicht das erste Mal, dass ich sage, jo, ich hab und hab sie dann doch vergessen. Dungeon-Punkte. Achso, das kenne ich noch gar nicht. Ja, wir haben Punkte gesammelt. Hey! Erlittener Schaden. Warum habe ich den meisten Schaden erlitten? Weil ich den größten Schaden habe. Sag's ruhig. So. Jetzt kann man baden gehen. Ui. Ah. Oh, ist das schön warm hier drin. Eingetroffen. So ein Scheiß. Warum wird das auf einmal wärmer? Elika? So, gut. Ja.
Oder war es doch Emu, der hier immer ein bisschen pieselt? Oder das kleine Einhorn? Wer weiß. So. Wollen wir jetzt Held reingehen und dann den platt machen? Ich hab ein bisschen Angst vor Helden, so muss ich sagen. Hm? Mm-mm. Und der Held ist er nicht so schwer. Was? Ja, das haben wir festgestellt, als wir nämlich gelaufen sind. Okay, von und der Held ist der einfacher, genauso können wie wir ja machen, aber wir müssen erstmal hinkommen. Das ist auch wieder wahr. Das wird problematisch. Wobei ich den jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so schwer fand, muss man sagen. So. Aber ne, schwer ist es trotzdem manchmal so, heldenhaft zu sein. Also, okay, wir sind eine Runde, wir haben ihn tatsächlich bis zum Ende. Von mir aus können wir gerne mal Held probieren. Ich hab da nichts gegen. Aber da wir jetzt gerade so schön raus sind, machen wir das auch in der nächsten Folge. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Sagt danke an Elika, Elo und den Immotech schon wieder. Imbalanced. Und ja, an mich vielleicht auch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Achso, Linda hat vergessen. Die auch. Tschüss.